Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin. Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 63 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir nehmen heute mal wieder in unserem wunderschönen Trainingszentrum in Kronau auf und heute begrüße ich hier jemanden, der sich hier allerbestens auskennt, ist gerade dabei, von hier aus den Schritt zum Handballprofi zu machen. Hallo Niklas Michalski. Hi. Wir starten auch direkt mit der ersten Kategorie. Löwen aktuell. Niklas, wir nehmen auf am Mittwoch nach dem Spitzenspiel beim THW Kiel. Wie hast du dieses Hammerspiel erlebt? Ja, es war eine unglaubliche Atmosphäre. So viele Fans zu sehen. Das wünsche ich mir auch am Wochenende in der SAP Arena. Wir nehmen es jetzt am Mittwoch auf. Und da geht es dann gegen Hannover. Und es ist überwältigend. Das ist, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Auch in der Jugend, wenn viele Zuschauer da waren, war es zwar immer eine gute Stimmung, aber wenn dann doch von allen vier Seiten auf dem Feld diese Stimmung übertragen wird, das ist überragend. Ich hatte das Gefühl, dass wir sportlich komplett auf Augenhöhe waren mit dem THW. Ging es dir genauso? Ja, auf jeden Fall. Am Ende ist es halt leider der Welthandballer Niklas Landin, der da im Tor steht. Und da macht sich, denke ich, auch keiner oder sollte sich keiner einen Vorwurf machen, da mal einen Ball zu verwerfen. Das ist dann halt so. Das war dann eben der ausschlaggebende Faktor, aber spielerisch haben wir uns alle Chancen erarbeitet. Ja, du hast es auch angesprochen. Wir wollen natürlich am Sonntag eine ähnliche Stimmung erzeugen in der SAP Arena. Wir steuern auf die 7000 Tickets zu für das Spiel gegen TSV Hannover-Burgdorf. Die Rückkehr von Marius Steinhauser, jetzt als Kapitän von Hannover. Ihr könnt euch natürlich noch Tickets sichern an der Tageskasse. Ab 14.05 Uhr gibt es die am Sonntag noch. Und es wird sich lohnen zu kommen, oder? Definitiv. es ist ein Topspiel, so wie jedes andere auch für uns und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich finde, die Mannschaft hat aktuell ja auch einfach jede Unterstützung verdient. Ihr macht einen grandiosen Job. Woran liegt das gerade? Was ist so euer Stimmungsgeheimnis in der Mannschaft? Ja, vielen Dank. Erstmal. Ich denke, durch Sebastian und durch seine klare Vorstellung, wie wir Handball spielen sollen, weiß jeder ganz genau, was er zu tun hat. Und in diesem Rahmen einfach alles zu geben, ist in dem Fall dann zumindest mal für mich, und da denke ich, kann ich auch für die anderen sprechen, etwas leichter geworden. Und einfach der Spaß steht da im Vordergrund und jeder hat Spaß und dann merkt man auch, dass da die Stimmung positiv wird. Schauen wir direkt mal auf den Gegner am Sonntag. Hannover steht jetzt mit 12-4 Punkten überraschend stark da. Überraschend ist allerdings auch relativ, weil die kommen ja auch aus einer eher schlechteren Phase. Insgesamt war Hannover ja immer schon eigentlich ein starker Gegner, den man nicht einfach so im Vorbeigehen mitgenommen hat. Hast du dir diese Saison schon mal ein Spiel der Recken angeschaut? Ja. Also wenn wir keine Spiele haben, dann bin ich eigentlich entweder in der Sky-Konferenz oder schaue mir eben einzelne Spiele an. Und ja, die machen das überragend. Also sind auch ein sehr gutes Team, auf das wir uns sehr gut einstellen. Und da werden wir uns den Gegner auch nochmal ganz genau anschauen, dass wir dann vorbereitet sind auf die Jungs. Vor allem hat sich im Rückraum bei Hannover einiges getan, aber natürlich auch auf Außen. Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen. Da spielt ein alter Löwenbekannter, Marius Steinhauser, Rechtsaußenkollege von dir. Kennt ihr euch? Er war mal hier in der Halle, da habe ich ihn mal begrüßt, aber groß gequatscht haben wir noch nicht. Wo er schon nicht mehr hier gespielt hat, war er noch hier in der Halle? Ja, lassen wir genau. Ex-Spieler hier noch so ohne weiteres rein, oder was? Was ist denn hier los? Nein, gut, er kommt da hier aus der Gegend und dann hat er mal vorbeigeschaut. Ja, also das Steini ist natürlich immer, so wie alle anderen Ex-Spieler hier, immer herzlich willkommen. Wird auf jeden Fall ein heißes Duell. Was erwartest du von diesem Spiel konkret? Ja gut, ich erwarte auf jeden Fall eine gute Stimmung und da bin ich mir sicher, dass das durch die Fans auch passieren wird. Ich erwarte... Ja, was erwarte ich denn? Eine schöne Leistung von uns, ja? Dass wir wieder einen Sieg holen, ganz klar. Es geht, glaube ich, auch erstmal darum, wieder in die Spur zu finden. Jetzt nach der ersten Niederlage, die natürlich absolut, ich sage jetzt nicht okay war. Es ist immer schlecht, wenn man verliert, aber beim THW mit so einer Leistung ist es mit Sicherheit völlig in Ordnung. Vor allen Dingen da, wo wir herkommen. Was spricht aus deiner Sicht dafür, dass uns das gelingen wird, dass wir wieder in die Spur finden gegen Hannover? Indem wir einfach uns von dem Kiel-Spiel nicht groß beeinflussen lassen. Klar lief es jetzt das Ergebnis nicht so gut, aber das Spiel an sich lief top. Wir haben eigentlich das umgesetzt, was wir machen wollten und haben uns an unserem Plan gehalten und die Spiele davor hat das geklappt und
ich denke, das Kiel-Spiel hat uns da auch Bestätigung, trotz dessen, dass wir verloren haben, Bestätigung gegeben, dass wir an was Gutem dran sind und unser Konzept jetzt nicht zwingend verändern müssen. Du bist jetzt in deinem zweiten Jahr bei den Profis. Was hat sich denn im Vergleich zur letzten Saison so radikal geändert, dass wir jetzt auch eine ganz andere Löwenmannschaft sehen, obwohl sich jetzt im Personal gar nicht so krass viel verändert hat? Ich denke, dass der Trainerwechsel einiges bewirkt hat. Lube hat das gut gemacht. Das halbe Jahr, in dem ich auch dann in den Profikader übernommen wurde. Aber man hat trotzdem gemerkt, dass ein bisschen Unruhe in der Mannschaft war. Die Tabellensituation war letzte Saison nicht ideal. Und dann hat man einfach jedes Spiel einzeln angehen müssen, einzeln gekämpft. Und jetzt mal eine komplette Vorbereitung zusammen zu haben mit einer klaren Idee, die auch vom Trainer ausgeht, was wir zu tun haben, das gibt uns einfach sehr viel Schwung. Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Jubo hat ja auch immer mal wieder angedeutet, dass er, wenn er die Mannschaft langfristig übernehmen würde, einige Dinge anders machen würde. So, das hat man ihm so ein bisschen nicht nur angemerkt, sondern das hat er auch ein paar Mal deutlich gesagt. Es war ja klar, dass es quasi ein Ablaufdatum hatte, dass Jubo bei uns war. Da hat er dann vielleicht die eine oder andere Entscheidung dann auch ein bisschen kurzfristiger getroffen und nicht so auf das mittelfristige oder langfristige Ziel geschaut oder schauen müssen. Schauen wir mal ganz konkret auf dich. Merkst du an dir selber, dass der Aufschwung dich so ein bisschen mitzieht auch? Ja, also für mich ist dieses Jahr ganz klar, so viel mitzunehmen, jetzt insbesondere von Patrick da auf rechts außen, wie möglich. Ich bin da noch ein sehr junger Spieler und im Gegensatz zu mir hat Patrick halt extrem viel mehr Erfahrung. Und dieser Schwung, der durch die ganze Mannschaft geht, der nimmt einen im Training mit. Und vielleicht da, wo man in der Jugend mal, weil man da eher im älteren Jahrgang war und eher mal erfahren war, dann mal gesagt hat, okay, jetzt schnaufe ich noch mal eher durch, da rennt man jetzt dann doch eher mit und die ganze Mannschaft adaptiert es und dann sind eben alle so gut drauf. Aber welchen Anteil haben denn die Trainer an dieser Entwicklung einerseits, aber auch einzelne Spieler, wie zum Beispiel halt dein Gespannpartner Patrick Kretzky? Patrick geht da auf jeden Fall voraus in der Mannschaft, jetzt auch in seiner neuen Rolle als Kapitän. Nimmt da die Mannschaft mit, auch wenn es mal im Training vielleicht mal einen Ballverlust gibt oder vielleicht auch mal noch einen direkt darauf, dann feuert er uns nochmal an und gibt uns da Tipps, wie man es vielleicht besser machen kann. Genauso auch Uwe, Ulle auch. Also gerade die älteren Spieler nehmen da ihre Rolle voll an, aber die jungen Spieler sind sich da dann auch nicht, ja, ich sag's jetzt mal, nicht zu schade, diese Tipps eben anzunehmen und sind da sehr dankbar auch, ja. Hast du dir denn was Konkretes vorgenommen so, für deine zweite Profisaison? Irgendwie einen speziellen Wurf, den du verfeinern möchtest oder, keine Ahnung, eine gewisse Zielminutenzahl, die du spielen möchtest oder Einsätze? Also um Einsatzzeit geht es mir dieses Jahr nicht. Da bin ich mir auch voll im Klaren, dass es nicht im Vordergrund steht. Dafür habe ich ja auch noch meine Einsätze in der zweiten Mannschaft. Und das wurde auch vor der Saison so kommuniziert, also das passt alles so, wie es ist. Meine Würfe, ja, klar, gerade gegen Joel und gegen Apfel ist es immer unglaublich, da zu werfen. Da muss man zwangsläufig seine Würfe ein bisschen variieren und auch sein Wurfrepertoire erweitern. Im athletischen Bereich muss ich natürlich noch etwas zulegen. Das ist mir auch bewusst, aber da bin ich auf einem guten Weg bisher. Vielleicht kannst du uns zum Ende dieser Kategorie noch verraten, was unsere beiden Neuzugänge so unfassbar stark macht. Vor allem Ole scheint von Spiel zu Spiel besser zu werden. Gegen Kiel war er für mich ganz klar der beste Löwe auf dem Platz. Ja, Ole macht das überragend. Der strahlt so auch im Training eine Leichtigkeit aus und so eine Ruhe. Das lässt es alle so einfach aussehen. Aber ich denke, das macht Ulle aus und bei Halil ist es einfach so, dass er, ja, also ich weiß nicht, hast du mal bei Instagram auf ihm vorbeigeschaut, was er für einen Körper hat? Und, ja, kroatischer Kleiderschrank nenne ich ihn. Genau. Also er ist einfach eine Maschine. Also, aber ich finde auch, dass er, wir haben ja schon oft diese Maschinen gehabt, rein körperlich, also wenn ich nur an Lexi Pettersson denke, aber Halil ist ja auch noch ein Spaßvogel. So. Genau. Er hat auch einfach nochmal so eine mega geile, bringt so eine mega geile Stimmung in alles irgendwie rein.
motiviert die Zuschauer nochmal irgendwie. Und dieser Typ ist einfach voll mit Emotionen. Ich finde, genau, der passt wirklich richtig gut zu uns. Ja, das ist genau perfekt. So weit, so gut. Wir machen erstmal weiter mit Kategorie 2 und einem Wiederhören von einem bereits erwähnten Kollegen von dir. Löwen fragen Löwen. Löwen fragen Löwen und wir starten mit einer Frage von Patrick Grötzki. Niklas, zuallererst erstmal Respekt und Glückwunsch zu deiner Entwicklung in den letzten Monaten. Ich freue mich, dass du bei uns dabei bist. Und jetzt zu meiner Frage. Du hast mir vor relativ kurzer Zeit erzählt, dass du mal als B-Jugendspieler bei der zweiten Mannschaft mittrainiert hast. Und da ist was Besonderes passiert. Ich glaube, es würde auch viele Zuhörer interessieren, was da in dem Training passiert ist. Vielleicht kannst du ja mal die kleine Anekdote erzählen. Also, dann wünsche ich dir weiter viel Spaß im Podcast und bis dann. Hier wird schon gelacht auf der anderen Seite des Tisches. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja, erstmal vielen Dank an Johnny. In dem ersten B-Jugendjahr war es so, dass ich noch nicht spielberechtigt war und dann die B-Jugend in der Zeit eben Spiele hatte, auch unter der Woche durch ein paar Verschiebungen, und ich somit bei der A-Jugend ins Training durfte. Und auch die A-Jugend hatte dann irgendwann mal trainingsfrei gemacht und dann war ich da gestanden und dann hat Daniel Hase, unser Jugendkoordinator, gesagt, geh doch mal ins Drittligatraining. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann haben wir am Ende, das weiß ich noch, eine Spielform gemacht, 6 gegen 6. Und damals stand Daniel Unser im Tor. Daniel Unser ist ein etwas kleinerer Torhüter, der ein paar Kilo mehr hat. Und wie ich eben, eigentlich. Und ist ein überragender Torhüter. Nur bei einer Sache wird er ganz fuchsteufelswild und das ist mir leider passiert. Ich war noch sehr jung und bin dann eben von außen reingesprungen und habe ihm auf den Bauch geworfen. Und das fand er nicht so schön und ist mir dann ein paar Schritte hinterhergegangen. Dabei habe ich mich dann sehr schnell zurückgezogen in die Abwehr. Ist das dann so eine Motivation für einen schnellen Rückzug, wenn man dann vom Torhüter weg will? Schnellstmöglich. Ja, genau. Okay, aber das hätte ich aber auch nicht witzig gefunden, da bin ich auch ehrlich zu dir. Ja, Daniel war zu der Zeit schon weit über 30 und wenn man als, wie alt war ich da, 16, als erfahrener Spieler dann. Aber wie habt ihr es gelöst? Ja, war ja nicht schlimm, im nächsten Angriff war auch schon wieder alles gut, das sind wir dann sportlich gelassen. Also hat er den Nacken gekriegt, einmal so eine pädagogische Maßnahme und dann? Nee, er hat dann schon gemeint, ja, guck vielleicht nächstes Mal, dass du woanders hinwirfst. Ich glaube, du hättest noch tiefer getroffen. Oh je, da würde ich gar nicht dran denken. Aber die haben doch so einen Schutz da, oder nicht? Ja, klar. Ja, klar, muss ja, also das wäre ja. Ja, wenn ich da jetzt mal so, wir hatten was gerade von Halli, wenn der da war. Ja, das ist ja. Da, Kinder, da ist die Kinderplanung dann beendet. Werden. Wir haben noch eine zweite Frage, die kommt von Flo, von unserem Athletiktrainer. Hallo, Niklas, Flo hier. Du, was sich viele fragen und ich mich natürlich auch, ist, warum du die PS in deinem Auto eigentlich nie so richtig ausfährst und eigentlich eher so der gediegene Fahrer ist. Wie kann man sowas lernen? Wie kann man die Geduld aufbringen, einfach so lange auf der Straße so ruhig zu bleiben? Ich freue mich auf deine Antwort. Florian. Also, was fährst du für ein Auto als erstes? Ja, ich fahre einen Golf, einen 7er Golf. Der hat 125 PS. Ach so. Genau. Aber ich weiß, worauf Flo seine Frage hat. Also, es hört sich jetzt an, als würdest du einen Ferrari fahren und würdest den aber mit 28,5 in der 50er-Zone bewegen. Ja, ich denke vor allem auf ein Auto spielt der Flo ab, und zwar ist das Auto meiner Mutter. Okay. Da bin ich auch fahrberechtigt und drauf versichert und alles. Und das ist ein 1er BMW mit 306 PS. Und ja, irgendwie bin ich dankbar, dass ich in Deutschland leben darf, damit es unbegrenzte Autobahnen gibt. Und ich liebe es einfach, die Pferde da auszufahren. Ja, vielleicht bin ich da manchmal ein etwas unruhiger Fahrer, aber ich kann dir sagen, Flo, es geht auch anders. Das heißt, Flo hat mal bei dir im Auto gesessen und war seines Lebens nicht ganz sicher, oder? Flo war noch nie in meinem Auto gesessen, aber ich glaube, es kommt dann von Erzählungen. Ich weiß noch, Robert Timmermeister war bei mir im Auto auf dem Weg zum Trainingslager mit der zweiten Mannschaft. Und dann war halt mal ein Stück unbegrenzte Autobahn.
Ja. Und dann hast du den Bleifuß entwickelt. Genau. Du bist aber dann noch in der Probezeit, oder? Nein, ich habe meine Probezeit ist Anfang diesen Jahres. Du bist 19 Jahre alt 19. Und ich hast du begleitet mit 17. Das Fahren schon. Ah, okay. Ich hatte ja 4 Jahre Probezeit damals. Deswegen kann ich dir nur davon abraten, immer auf Folge. Ich habe damals, mir war es damals so, dass, dass so ein auf der Brücke so eine Kamera stand. Da war so eine Abstandsmessung. Und dann wurde ich habe 4 Wochen den Führerschein abgegeben, bin mit 5 Punkten aus der Probezeit gekommen, Probezeitverlängerung, weiß ich was alles, das war alles, richtig alles teuer und ich musste noch so eine komische Nachschulung machen, da habe ich mich richtig blöd bei gefühlt. Deswegen, also nur mal als warnendes Beispiel. Aber mein Auto hat auch keine 350 PS, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ehrlicherweise. Wir kommen weiter und machen die Fanfragen. Mats Alp fragt, wie viel Harz benutzt du? Ja, ich würde nicht sagen viel, aber schon überdurchschnittlich. Okay. Also schon, wenn man mit den 3 Fingern Zeige, Mittel und Ringfinger reingeht, dann schon eine gute Portion. Okay, also er darf nicht rollen, wenn er auf dem Boden ist. Na, auf gar keinen Fall. Darf sich nicht bewegen, auf keinen Fall. Jetzt sind wir wieder hier bei NXLX234 fragt, wie ist es so, bei den Profis mitzuspielen? Ja, unglaublich. Also ich war ja als junger Handballer schon immer bei den Löwen. Ich spiele seit 2009 Handball und ich glaube seit 2012 haben meine Eltern und ich, oder sogar 2011, schon Dauerkarten gehabt. Also ich glaube, du kennst mich, ich kenne dich sogar schon länger als du mich. Könnte dann sein, theoretisch. Da war es schon immer ein Traum, wenn ich dann in meinem Kinderzimmer mit dem Ball gespielt habe, mir vorgestellt habe, wie die Arena um mich rum ist und jetzt ist das Ganze wahr. Das ist natürlich ein Kindheitstraum. Ich höre diese Geschichten deshalb so gerne, weil wir einfach auch noch kein furchtbar alter Verein sind, ne? Weil wir halt einfach, wir sind halt nicht THW Kiel, wo irgendwie diese Geschichte schon, oder Gummersbach, wo diese Geschichte 70, 80 gefühlte Jahre reinragt, sondern wir sind noch ein relativ junges Projekt und dann höre ich das trotzdem einfach unheimlich gerne, wenn Leute wie du das erzählen, dass sie einfach schon lange in die Arena gehen, dass es ihr Traum war, für die Rhein-Neckar-Löwen zu spielen. Kriege ich gerade ein bisschen Gänsehaut, finde ich total cool. Luca Dreier fragt, wie ist das Mannschaftsklima? Ja, sehr gut. Was soll ich sagen? Also ich frage mich gerade. Das Mannschaftsklima ist überragend. Wir verstehen uns alle gut und ich kann für mich sprechen. Es war letzte Saison schon gut, wie ich aufgenommen wurde in die Mannschaft. Und jetzt dieses Jahr durch das Trainingslager wurde das auch nochmal viel besser. Mannschaft hat eine sehr gute Chemie, würde ich sagen. Külüm Krü. Oder Kailai Krei, keine Ahnung, fragt, wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Bist du abergläubisch? Ein bisschen, würde ich schon sagen. Das heißt, du ziehst den linken Fuß, schraubst du zuerst an und ziehst dann den linken Schuh zuerst an? Oder? Ich bin ganz speziell bei meinen Socken. Da darf nichts drücken im Schuh. Und vor allem bin ich sehr penibel, was das Schuhmachen zugeht. Die Schuhe müssen fest sitzen, aber sie dürfen nicht zuschnüren. Und das ist die Kunst, weil das ist ja so ein schmaler Grat, in den die Schuhe sitzen müssen. Das äußert sich dann darin, dass du es öfters machst? Also genau, also ich binde dann, glaube ich, vor dem Spiel schon 2-3 Mal pro Schuh neu. Ja. Okay, aber das ist das Einzige oder hast du noch andere Ticks? Nein, das ist das Einzige eigentlich. Okay. Ja. Dann haben wir eine Frage von Mathis.blm, was aber offensichtlich ehemaliger Junglöwe Mathis Blum ist, fragt, ist Cristiano Ronaldo ein sportliches Vorbild von dir? Du lachst schon wieder, gibt offensichtlich einige Insider. Auf jeden Fall, ja. Mathis, ich war jetzt lange nicht mehr beim Friseur, aber wenn meine Haare etwas kürzer sind, ähnelt meine Frisur laut ihm sehr der von Cristiano Ronaldo. Deswegen. Aber der von Cristiano Ronaldo, nicht der von dem Ronaldo, den wir gesehen haben. Nein, der Cristiano Ronaldo, um Gottes Willen. Nee. Kennst du dieses Reel, was immer bei Instagram rumgeht, wo der kleine Junge zu seinem Vater geht und sagt, ich möchte die Haare haben wie Ronaldo? Ja, und der Papa macht ihm dieses Dreieck, was Ronaldo 2002 bei der WM getragen hat. Ja, das ist. Naja, wir reden von Cristiano Ronaldo, aber. Tatsächlich, Cristiano Ronaldo ist ein Weltklasse-Sportler. Ich denke, da kann man sich viel von abschauen, was so seine Routine angeht, sein Lebensstil. Ist er ja auch sehr bedacht, was das angeht. Aber
mit einem zwinkernden Auge kann ich Mathis zurück ausrichten. Ja, etwas schon. Ja. Da merkt man echt so, oder dann merke ich auch mal so ein bisschen, dass wir eigentlich schon fast eine komplett unterschiedliche Generation sind. So, ne? Weil, dass du Ronaldo überhaupt noch kennst, den alten Ronaldo. Ja, aber also spielen sehen habe ich ihn ehrlich gesagt nie. Nee, das hätte auch, glaube ich, nicht gepasst. Vielleicht mal durch Highlight-Videos oder so auf YouTube, aber das ist ja dann nicht dasselbe. Weil du musst dir vorstellen, früher war es so, als Cristiano Ronaldo groß wurde bei Manchester United, da hat man ihn immer noch den falschen Ronaldo genannt. So, weil das war so, ja, wie kann er jetzt da Ronaldo, so, er stand auch immer C Ronaldo, weil, und heute kennt den anderen keiner mehr. Heute ist, wenn du sagst heute Ronaldo, dann sprechen die alle von dem Portugiesen. Wahnsinn, wie sich die Zeiten da verändern. Wir haben noch ein paar Fragen. L.HTM18. Wir müssen den Fans irgendwann mal mitgeben, dass sie ihren Namen dazu schreiben sollen. Das ist ja hier für mich eine Qual. Also L.HTM18 sagt, stolz auf dich, mein Bruder. Wer verbirgt sich denn hinter dieser Frage? Das ist ein langer Kumpel, Luca. Ja, mit ihm habe ich schon in der C-Jugend zusammengespielt. Und ja, sag ihm mal viele Grüße. Man kann auch vernünftige Namen bei Instagram nehmen. Ja, ich werde sie mal ausrichten. Aber wahrscheinlich ist sein richtiger Name schon von anderen Accounts vergeben. Das ist ja auch immer das große Problem. Ja, wie heißt der dann? Irgendwas? Heidenmüller oder sowas? Hartmann, Luca. Hartmann, ah ja, okay. Weil HTM, das war jetzt, da hätte ich jetzt drauf getippt irgendwie. Okay. Ja, nee, also ist schon ein langer Kumpel und auch unsere Eltern sind da befreundet, deswegen. Ja, er wollte dir mitteilen, dass er stolz auf dich ist. Ist doch vielen, auch mal vielen Dank. Schön. Noah 08080808 fragt, und das ist eigentlich die perfekte Überleitung für die nächste Kategorie, seit wann spielst du Handball? Seit ich 6 bin, das war 2009. Okay. Genau. Und dann kommen wir auch schon zur dritten und letzten Kategorie, da wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Löwen privat. Hier wollen wir ein bisschen genauer auf deine Karriere schauen. Niklas, die Anfänge haben wir gerade schon ein wenig beschrieben. Was ist denn die HG Oftersheim Schwetzingen? War ja gerade übrigens auch zum Derby hier und die jungen Löwen haben gewonnen, soweit ich das richtig gelesen habe. Was ist das für ein Verein? Das ist mein dritter Verein in meiner Karriere. Ich war am Anfang 2-3 Monate in Mannheim-Ilvesheim und habe dort eben angefangen, weil Fußball mir nicht so getaugt hat. Und bin dann eingeschult worden und durch ein paar Grundschulfreunde bin ich dann nach Friedrichsfeld gewechselt. Das ist doch da auch der Heimatverein von Uwe Gensheim? Von Uwe, genau. Ja. Ja. Rico Keller war auch dort. Der jetzt übrigens Bier verkauft. Ja, sehr gut. Rico Keller. Gut, dass wir das mal. Das finde ich mal. Manchmal kommt man ja auch auf ganz andere Dinge. Rico Keller war früher Profi bei den Rhein-Neckar-Löwen auch. Ich glaube, ich meine, er hat sogar den EHF-Cup mit. Nee, weiß ich nicht mehr genau. Er hat das Spiel gegen Kelze, als da eine Terminüberschreitung. Stimmt, ja. Und Rico Keller hat jetzt mit seinen Freunden keine Brauerei gegründet, aber vertreibt jetzt Bier. Four Friends Brewery heißt es, glaube ich. Genau. Aber nicht, dass ich jetzt von Bitburger Theater bekomme, sage ich lieber nichts mehr. Also eventuell könnte es da Bier geben. So. der hat auch in Friedrichsfeld gespielt, oder? Genau, in seiner Jugendzeit auch, ja. Genau, und dann hat es mich irgendwann, weil es da eben nicht mehr so gepasst hat für mich, dann zu der HG Oftersheim Schwetzingen verschlagen. Und da hat es mich handballerisch nochmal viel, viel weiterentwickelt. Friedrichsfeld ist ein sehr guter Verein, aber Schwetzingen ist eben, was die Liga angeht, in der sie in der Jugend spielen, nochmal einen Schritt weiter. Und da habe ich einfach, durch viele gute Trainer und auch Athletiktrainer, die auch viel mit Laufschule und Koordination gearbeitet haben, was meiner Meinung nach im jungen Alter sehr wichtig ist, gearbeitet. Und da habe ich mich enorm weiterentwickelt und dann auch schon frühzeitig mal Angebote von den Junglöwen bekommen. Habe das dann aber noch um ein Jahr rausgezogen, weil ich in diesem Jahr eben noch eine Kapitänsrolle in meiner damaligen Mannschaft hatte. Und genau. Aber an welchem Punkt hast du gemerkt, da könnte vielleicht sogar mehr gehen? Vielleicht werde ich sogar Profi? Das mit dem Profi ist noch lange hin gewesen von dem Zeitpunkt aus. Gemerkt habe ich, okay, da könnte mehr gehen, als es dann bei Schwetzingen irgendwann für mich nicht mehr weiterging. Mhm. Ich habe dann gemerkt, ich spiele in dieser neuen Mannschaft nicht mehr so die Rolle, die ich jetzt im Jahr davor gespielt habe. Und habe dann für mich überlegt, was mache ich jetzt? Und war da auch sehr schwer, so aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil irgendwie hat man sich ja wohl gefühlt, man kannte alle im Verein.
Aber ich habe mich dann schlussendlich doch entschieden, den Schritt zu den Junglöwen zu machen, weil es nimmt mir niemand mehr. Und war für mich ja immer schon ein Traum, bei den Junglöwen, beziehungsweise dann später auch bei den Profis zu spielen. Und da bin ich dann auch an Daniel Meyer, habe ich mich gewendet, den damaligen Jugendkoordinator, der mich dann ja auch angenommen hat und mich in derselben Saison noch zu Einsätzen gebracht hat. Mhm. Aber was heißt genau. Du hast nicht die Rolle gespielt, die du dir vorgestellt hast. Also ja. Wo spielt die HG Oftersheim-Schwetzi? Du hast ja in der ersten gespielt, also in der genau, ersten in der B1. Okay, verstehe. Also das war auch schon, ich bin zur Winterpause quasi gewechselt. Mhm. Also ich habe den Anfang der Saison noch mitgespielt. Mhm. Habe da einfach gemerkt, dass ich in dieser Mannschaft in dem Sinne keine Rolle mehr spiele. Wir waren 5 Linkshänder in der Mannschaft. Mhm. Okay. Und ich war der Jüngste davon. Und damals haben die Trainer mich auch eher auf halb rechts gesehen. Mhm. Auf der Position waren aber schon 2 vom älteren Jahrgang. Okay. Und deswegen war ich dann der dritte Mann und da gab es niemals Einsatzzeit. Es ist halt interessant, dass jemand das Gefühl hat, dass er für eine unterklassige Mannschaft nicht gut genug ist, nicht die Rolle spielt, die er gerne würde, und dann zu den Junglöwen wechselt, um dann Profi zu werden. Das finde ich gerade, es ist schon ein bisschen kurios. Ja, auf jeden Fall. Aber spricht ja für dich, weil du ja dann offensichtlich auch einen unheimlichen Willensdrang hast zu sagen, ich will das aber so. Ja, ich war dann, wenn man von der Kapitänsrolle in eine Mannschaft kommt, in der man nicht spielt, dann ist man im ersten Moment auch frustriert. Und dann habe ich eben zum damaligen Zeitpunkt Daniel Meyer angerufen und meinte dann, ey, wie sieht's aus? Ich muss dazu sagen, ich war am Anfang der Saison auch im Probetraining dort. Mhm. Und habe gesagt, ehrlich gesagt, ist mir alles egal. Ich will mich weiterentwickeln für mich und mit dem Kraftraum hier ist das die ideale Lösung. Und dann habe ich, glaube ich, ein Spiel in der B2 gemacht, weil er halt gesagt hat, ich kann dich jetzt halt auch nicht gleich bei der B1 bei uns einsetzen, wenn du so lange keine Spielerfahrung hattest. Und dann, wie es so der Zufall will, durfte ich dann in derselben Saison noch bei Daniel Hase in der A-Jugend als zweiter Rechtsaußen die deutsche Vizemeisterschaft holen. Also das war eine ganz kuriose Saison. Ach, das glaube ich aufs Wort. Weil die nächste Frage, die ich gestellt hätte, ist, wer hat dich denn eigentlich entdeckt? Aber du hast dich dann ja eigentlich fast selber entdeckt und hast ja selber den Schritt gemacht und hast gesagt, wollen wir nochmal sprechen? Ja, kann man schon so sagen. Aber die Angebote der Junglöwen kamen ja schon. Mhm. Die Angebote kamen nie direkt ich habe schon gemerkt, dass da Interesse besteht. Und das kam auch schon 2017 in dieser Rolle als Kapitän für mich. Als ich dann aber abgesagt hatte, war das für mich dann auch erstmal vom Tisch. Nur habe ich mich dann ja schon gefreut, dass es dann ein Jahr drauf wieder kam. Und dann habe ich ja auch das Probetraining gemacht. Da hatte Tobi Scholtes, als ich noch in der C-Jugend war, ist so auf mich zugekommen. Und dann eben Daniel Meyer, bei dem ich dann hier im Probetraining war. Also ja, wer hat mich entdeckt, würde ich jetzt aus Junglöwensicht die zwei sagen. Mhm. Auf jeden Fall. Wie waren denn dann so die ersten Momente, wo du dann endlich ein Rhein-Neckar-Löwen-Logo auf der Brust getragen hast und auch wirklich Spieler dessen warst, nicht nur als Fan? Meinst du die Profis oder auch die Junglöwen? Nee, ich meine es, also auch die Junglöwen, du wechselst dann zu den Junglöwen, genau. Das ist Rhein-Neckar-Löwen, das heißt, du hast zum ersten Mal als Spieler dieses Logo getragen. Ja. Das erste Mal weiß ich noch, das war mit der B2, gar nicht weit von hier, also Raum Karlsruhe. Ein gelbes Trikot sich überzustülpen ist ein bisschen kurios in dem Sinne gewesen, weil Schwetzing und die Löwen sind ja auch so ein bisschen Konkurrenz eigentlich. Mhm. Aber ich habe mich toll dabei gefühlt. Als ich dann auch in der B1 spielen durfte, beziehungsweise dann im selben Jahr noch in der A-Jugend Deutschen Meisterschaft, beziehungsweise in der Jugendbundesliga dann. Wenn dieses Jugendbundesliga-Logo schon auf dem Ärmel ist, das ist ja schon, das erfüllt einen dann schon mit Stolz auch, ist mit Stolz verbunden und es ist toll einfach. Also da geht man voll drin auf und dann war es für mich so, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich da, jetzt muss ich auch alles geben. Hab mich dann dadurch auch selber motiviert. Das ist in meinen Augen die Einstellung, die wir viel mehr brauchen oder
eher gebraucht haben, weil wir haben sie jetzt wieder in der Profimannschaft in meinen Augen. Viele Spieler, die genau wissen, was es bedeutet, für diesen Club aufzulaufen. Und deswegen finde ich diese Schilderung total spannend, weil heute ist es so, heute gehst du in den Fanshop und kannst dir ein Trikot von Niklas Michalski kaufen. Und das ist ja wahrscheinlich die Krönung. Ja. Du lächelst. Ja, ja, klar. Nee, es haben jetzt tatsächlich viele von meinen Freunden auch gesagt, dass sie sich ein Trikot holen. Und das erfüllt mich natürlich mit Stolz, wenn dann meine Freunde mit meinem Trikot in die Arena zuschauen kommen. Das ist toll. Ja. Das ist der Traum eines jeden, der mal Sport getrieben hat irgendwo. Das ist so. Wie groß war dann diese Umstellung von der HG zu den Jungen Löwen? Die war gar nicht so groß. Also von der Trainingsintensität war es schon nochmal ein Schritt mehr. Mhm. Die Anfahrt ist natürlich viel weiter gewesen. Ich komme aus Mannheim, aus Mannheim-Rheinau, und da war es nach Schwetzing 10 Minuten. Jetzt waren es halt mal mit Verkehr auch mal eine halbe Stunde. Da haben meine Eltern auch einen großen Anteil daran, dass es alles ermöglicht ist, weil die mich ja immer gefahren haben zu dem Zeitpunkt. Du warst dann auch nicht im Internat, wenn du halt in Mannheim gewohnt hast, weil das... Genau, also ich hätte die Möglichkeit gehabt, so Halbzeit ins Internat zu gehen, also den ganzen Tag über. Aber da für mich kein Schulwechsel auch in Frage kam, war das dann ausgeschlossen. Und deswegen habe ich dann, ja, ich habe ja zu Hause ein großes Zimmer. Da bin ich dann ganz zufrieden, dass ich das mit niemandem teilen muss. Da bin ich dann schon froh, mich mal zurück. Du weißt ja, worauf ich hinaus will. Die Internatsleute leben halt auch nochmal in einer ganz anderen Welt, oder? Also ja. Man kriegt das ja so ein bisschen mit. Ist man da manchmal dann schon auch so, dass man sich denkt, ach, das wäre schon auch geil, mit denen zusammenzuleben? Ja, habe ich auch schon mal dran gedacht, dass es schön wäre, so in der Gemeinschaft zu leben. Und ja, einfach... Ja, manchmal ist es ja auch mal schön, weg von zu Hause zu sein, aber da bin ich dann doch eher der Familienmensch und bin froh, wenn ich bei meiner Familie bin. Und ich spiele sehr gerne Handball und ich hänge auch extrem gerne mit den Jungs ab, aber ich bin dann auch mal froh, wenn es mal Phasen gibt, in denen ich mich ein bisschen zurückziehen kann. Ich schätze aber, ihr Jungen versteht euch ja untereinander alle ziemlich gut. Ja. Habt dann so eine Gruppe in der Gruppe oder gar nicht? Also ist es wirklich so, dass eigentlich da sowas gar nicht gibt? Anfangs war es schon so, dass man, als ich hier mittrainiert habe, eher mich ein bisschen an Philipp zum Beispiel gehalten habe, da ich ihn ja auch noch aus der Jugend kannte. Das würde ich aber nicht als Gruppe in der Gruppe bezeichnen. Also ja, ist auch immer schwierig, dass so, ich hoffe, ich habe da jetzt die richtigen Worte gefunden, dass es nicht genau so klingt, als hätten wir Grüppchenbildung, aber es ist ja normal, dass die Jungen vielleicht erstmal so eine kleine, nennen wir es mal Zweckgemeinschaft gründen. Genau, um halt eben, man ist aufgeregt in den ersten Trainings, in denen man hier mittrainieren darf, und dann hält man sich halt an, ja, ist halt so eine Komfortzone einfach ein bisschen. Und ja, heute im Training kann man schon sagen, dass man sich eher mal mit dem oder dem unterhalten hat. Mhm. Aber das ist dann im nächsten Training auch wieder ganz anders. Also es gibt nie diese eine feste Gruppe, die zusammenhängt. Es gibt ja auch ein paar wichtige Regeln, die man lernen muss sofort, vor allen Dingen auch als junger Spieler. Also ich habe zum Beispiel gerade, ich habe mir gerade unten Kaffee geholt in der Kabine. Ich konnte die Kaffeemaschine gar nicht selber bedienen, sondern Christian Horsen hat dann auf den Knopf gedrückt für mich, und dann habe ich mir den Kaffee rausgenommen und danach kam Sebastian Hinze und dann war der Tank leer. Ich habe es ja gar nicht gemerkt, weil ich hatte die Kaffeemaschine ja gar nicht selber bedient. Aber da habe ich erstmal einen auf den Finger gekriegt vom Coach, warum der Wassertank leer ist. Also offensichtlich gibt es da ja auch ein paar Dinge, die man dann als junger Spieler für dich in dem Fall sofort auch lernen muss. Welche Aufgaben übernimmt man denn dann eigentlich sofort? Kriegt man dann sofort eine Aufgabe zugeteilt? Ja, wir haben das im Trainingslager haben wir die Ämter verteilt. Mhm. Es gibt ja verschiedene Ämter, wie eben den Kaffeemaschinenwart oder wer die Bälle am Ende vom Training sammelt oder mit zum Spiel nimmt, wer schaut, dass die Kabine sauber ist. Und da ist mein Amt eben, dass ich mich ums Harz kümmere, dass das bereitgestellt ist und auch bei den Spielen dabei ist. Und auch, weil das Harz muss man auch wieder abbekommen, das machen wir mit Babyöl, dass es dann in der Kabine und auch in der Arena dann oder bei Auswärtsspielen dabei ist. Ah, okay. Ja, das finde ich wichtig und auch spannend. Das ist diese, also ich bin kein Fan davon, dass man natürlich sagt, die Jungen, die sollen hier mal alles machen, so, aber ich finde schon, dass es so ein paar Aufgaben schon auch geben sollte, damit man einfach auch weiß, für ja, was man für die Truppe so machen kann. Wer sind denn so deine wichtigsten Bezugspersonen, wenn wir jetzt Patrick Grötzky mal ganz kurz an die Seite stellen? Ja, ja.
die eine Bezugsperson habe ich gar nicht. Mhm. Aber mit wem gehst du denn auch mal essen oder bist du mal abends unterwegs oder so? Ja, ich bin mit Leon Zacharias oft mal unterwegs. Wir waren auch jetzt mit den jüngeren Spielern, sind wir auch mal abends nach Heidelberg gegangen, mit Elias oder Robert, aber auch mit Philipp zum Beispiel, der wohnt in Schwetzing. Da bin ich auch gerne mal und trinke einen Kaffee oder gehe was essen auf dem Schwetzinger Schlossplatz und da sind wir uns auch schon über den Weg gelaufen. Ja. Genauso wie Christian, der wohnt auch in Schwetzing. Mhm. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel Michael Jakobsen, der sich ja jetzt auch verstärkt um Karriereplanung und Anschlussförderung der Junglöwen kümmern soll? Ja, Michael ist in erster Linie vor allem für mich da, diese Kombination aus Drittliga und Profis hinzubekommen, weil es zeitlich schon ein enormer Aufwand ist. Wenn man morgens Training hat, dann mittags Training hätte nochmal Krafttraining mit den Jungs und dann abends noch das Drittliga-Training, da ja da auch einige berufstätig sind. Und da hilft er mir eben, diesen Spagat zu schaffen. Und da ist es eben aktuell so, dass ich da hauptsächlich bei den Profis dabei sein darf. Wenn sich die Spiele nicht überschneiden, dann sammle ich Spielzeit in der dritten Liga. Und da hilft er mir, das auf die Beine zu stellen. Hilft aber nicht nur mir, sondern eben auch Robert Timmermeister, Mats Grupe, Elias Scholtes. Also gerade die Jungs, die das betrifft. Ja. Hast du für dich denn einen konkreten Plan? Also auch einen Plan B, falls Plan A, Handballprofi, vielleicht aus irgendwelchen Gründen doch nicht klappen sollte? Ja, ich hatte mich Anfang des Jahres für ein duales Studium beworben, in Mannheim auch. Hab das aber eben durch diese, wie eben erklärt, die zeitlichen Probleme einfach, es ist nicht stemmbar gewesen. Hab das dann abgesagt und jetzt aktuell lasse ich das mit dem Handball erstmal einpendeln, um eben reinzukommen, wie sieht's aus mit Drittliga-Training, Profitraining. Werde mich dann jetzt für den kommenden Einstieg um einen Studienplatz engagieren. Und was möchtest du dann studieren? Da in die Richtung BWL, weil wir es vorhin auch von Autos haben. Habe ich gesehen, in Heidelberg gibt es so einen Automotive Management Studiengang, wo es dann viel auch um die Automobilgesellschaft geht. Das ist auch sehr interessant. Das ist es mit Sicherheit. Das ist, glaube ich, eine Branche, die von einem großen Wandel steht, wie jeder sehen kann und jeder wissen kann. 2019 wurdest du mit der B-Jugend Oberligameister, 20 und 21 dann wurde die Saison dann Corona-bedingt nicht zu Ende gespielt. 2022 dann aber A-Jugendmeister. War das dann der bisherige Höhepunkt für dich oder dann doch eher das erste Profispiel gegen Wetzlar, kurz nach deinem 19. Geburtstag? War es Wetzlar? Ich weiß gar nicht. Bei mir steht Wetzlar. Ja. Das erste Mal gespielt habe ich gegen Melsung, das weiß ich noch. Ah, okay. Aber ich würde sagen, der deutsche Meistertitel, ja, ist schon ein enormer Punkt. Ich würde aber die ganze letzte Saison dazu ziehen. Ich lese nämlich gerade, in meinem nächsten Fakt steht nämlich, gegen Melsungen hast du dann auch deine ersten beiden Bundesliga-Tore gemacht. Also genau, dann ist das... Vielleicht war gegen Wetzlar ein paar Minuten drin oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Fehler bei mir hier, das kann natürlich auch sein. Meine ersten zwei Bundesliga-Tore waren auch genauso überragend. Auch muss ich erwähnen, dass die Saison einfach Weltklasse war. Also ich habe in drei Mannschaften gespielt zeitweise, in der A-Jugend, in der dritten Liga, in der wir auch Meister wurden dann auch noch bei den Profis dazu gestoßen. Und also so eine Saison, weiß ich nicht, ob ich die nochmal wiederkriege. Zwei Wochen lang nicht nüchtern, oder? Das ist ja in dem Moment ja eher ein Hindernis, wenn du halt natürlich in drei Mannschaften spielst, dann kannst du natürlich mit der ersten nicht direkt abschießen, nach Malle gehen, das funktioniert natürlich eher nicht. Nee, was passiert ist in der Saison, war der Drittliga-Meistertitel und da haben wir uns schon alle sehr, sehr, sehr doll drüber gefreut und dann ist ja die deutsche Meisterschaft gefolgt und klar haben wir da gefeiert auch und dann ist aber, ich glaube, zwei, drei Tage später auch wieder ein Profitraining angestanden. Also da kann man dann nicht sich so in den Rausch feiern, wie man es vielleicht möchte, aber da bin ich auch gar nicht so der Typ für. Ich feiere dann gerne und freue mich so darüber, aber
ja, das mit Alkohol zu zelebrieren im Maß, aber nicht so übertrieben. Das ist die diplomatische, richtige Antwort für diesen Podcast, falls der Trainer mal zuhört. Deine ersten beiden Bundesliga-Tore fühlen sich dann aber an wie Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig. Kann man sich dann überhaupt wieder darauf konzentrieren? Das war zu Hause dann auch, oder? Zu Hause, ja. Kann man sich dann überhaupt wieder auf den nächsten Angriff so schnell konzentrieren? Oder ist man erstmal so, also okay, ich weiß noch, das war gegen Melsungen und Johnny war krank. Und deswegen durfte ich das ganze Spiel durchspielen. Und ich weiß noch, die ersten 20 Minuten, ich habe wirklich wie in einem Tunnel gesehen. Ich habe das alles um mich herum gar nicht wahrnehmen können, weil ich so darauf fokussiert war, okay, jetzt mach am besten erstmal keinen Fehler. Ja. weil ich dann doch eher ein Kopfmensch bin auch. Und es war wirklich um mich herum alles dunkel. Ich habe nur den Ball gesehen, den Torwart. Und als ich dann mein erstes Tor gemacht habe, gibt es ein Bild von. Ich glaube, mein breitestes Grinsen überhaupt auf den Lippen. Und bin dann ganz schnell in die Abwehr zurückgezogen und dann habe ich es erstmal so realisiert. Da haben die Fans noch geklatscht und das war toll. Wer stand im Tor? Simic oder Heine? Simic, ja. Ah, okay. Ja. Also ja, beides Weltklasse-Torhüter. Gegen Niklas Landin? Bin ich noch nicht zu einem Wurf, oder? Nein. Da ist ja immer noch legendär, was Leon Zacharias, glaube ich, ne? Der gesagt hat, Trainer, tut mir leid, aber hinter Niklas Landin war so wenig Tor. Ja. Das ist ja schon auch immer ein besonderes Duell, finde ich. Torwart gegen Außenspieler, das ist einfach nochmal ein anderes Duell. Von außen erwartet man eigentlich immer eine Topquote. Wie erlebst du diesen Druck? Kann man das auch so ein bisschen ausblenden? Ja, also ich mache mir den Druck jetzt gar nicht. Ich mache mir dann eher selber einen Druck. Wenn ich mal verwerf, dann sage ich, okay, jetzt sollte der Nächste dann rein. Und wenn der dann auch nicht drin ist, dann tendiere ich vielleicht auch mal eher dazu, den Kopf runterzunehmen. Aber das ist jetzt, ja, es ist schon passiert, jetzt auch in letzter Zeit mal. Aber gerade durch durch Kathi Söhnlein ist das... Ich habe mit ihr darüber gesprochen und das ist jetzt fast nicht mehr existent. Ja, unsere Mentaltrainerin müssen wir ganz kurz ein. Ich weiß genau, nicht, ob Kathi bei jedem so präsent ist. Kathi Söhnlein ist, ich glaube, seit 2 Jahren oder 3 Jahren, das kann ich gar nicht mehr genau sagen, unsere Mentaltrainerin für die für die Mannschaft zur Verfügung steht. Und ist wunderbar, dass gerade ihr jungen Kerls, ich glaube, für euch ist das auch eine besonders gute Hilfe. Genau, klar. Gerade wenn jetzt alles so auf einen zukommt. Und ja, da kommt vielleicht auch Druck von außen, aber das lasse ich gar nicht so an mich ran. Also das hilft mir nicht weiter im ersten Moment und deswegen, ja, klar, als Außenspieler verspürt man da schon Druck, gerade wenn man vielleicht in Überzahl im Angriff ist und dann der Abschluss auf außen gesucht wird, weil die Abwehr eben so verschiebt, dass dann der Außen am meisten Platz hat. Aber ja, es ist auch irgendwie der schwerste Wurf auf dem Feld, weil man eben so einen kleinen Winkel hat. Dagegen spricht dann auch wieder, dass man freie Konter mal wirft. Aber ja, genau. Das ist schon auch das Geilere, oder? So einen freien Konter, weiß nicht, zum Ausgleich oder so. Man hat gerade so ein Momentum und dann kriegt man das lange Ding irgendwie. Da macht man sich über Druck wahrscheinlich. Oder macht man sich dann doch auch Gedanken. Ich kenne das jetzt so ein bisschen vom Fußball. Ich habe im Sturm im Fußball gespielt. Wenn du, je länger du eine Möglichkeit hast nachzudenken, desto schlimmer ist es ja beim Fußball. Ist beim Handball auch, dass du nach der Mittellinie schon überlegst, okay, wo setze ich ihm denn jetzt hin? Genau, also mir ist es fast lieber... dass ich einfach vielleicht mit ein, zwei Spielern Kontakt noch mich aufs Tor durchkämpfe in der zweiten Welle oder auch im normalen Angriff, als dann einen riesigen Winkel oder einen freien Konter zu bekommen. Klar, es gehört dazu und die Bälle müssen rein. Aber ja, da macht man sich dann schon eher mal den Kopf, als wenn man da doch sich auf die Gegenspieler konzentriert. Welcher Torwart war bisher für dich der unangenehmste? Michael Appelgren, ja. Oh, okay. Ich hätte jetzt Daniel Unser gedacht, kurz. Aber auch, ja. Auch, absolut. Kommen wir mal zum Ende hin zum fast wichtigsten Thema. Wie kann es denn sein, dass Team Jung im Fußball so schlecht ist, wie noch nie in der Geschichte der Rhein-Neckar-Löwen ist uns zugespielt worden? Ja, also das ist wirklich phänomenal. Und da nehme ich mich auch mit rein, weil ich bin extrem schlecht im Fußball. Ich hatte... Hat ja sogar Sebastian Hinze gesagt, er hat noch nie so ein schlechtes Fußballniveau erlebt. ich sehe meine Stärke teilweise auch eher im Tor. Da aber auch schon den einen oder anderen Patzer gemacht, weshalb ich jetzt dann doch auf dem Feld stehe. Und da gebe ich mir Mühe, aber die Ballkontrolle fehlt da einfach. Wird das so eiskalt gehandelt? Du machst ein, zwei Patzer, dann schmeißen die dich aus dem Tor raus, oder was?
waren vielleicht auch 2-3, aber... okay, verstehe. Ich glaube, da fehlt einfach bei Team Jung so die einzelne Qualität der Spieler. Also ja, Juri und vor allem Benji, die sind qualitativ sehr gut, was das angeht, im Fußball. Aber gerade so die Jungen, Elias, Robert und ich. Ich weiß nicht immer... Eigentlich, ja, ganz Team Jung kann man da dazu zählen. Wir sind jetzt nicht die Ausnahmetalente und in Team Alt, da merkt man schon, da ist auch individuelle Qualität vorhanden. Oh Gott, im Himmel. Und wenn man das dann kombiniert. Ja, wir brauchen unbedingt mal einen privaten Fußballcoach für Team Jung, weil ich kann es von Yannick Kohlbacher nicht mehr hören. Der ist so überheblich mittlerweile. Ja, er macht das auch sehr gut im Sturm. Nein, sagst du was Team Alt, aber... Nein, sagst du was nicht. Ich glaube zwar nicht, dass er den Podcast hört, aber bitte nicht. Bitte nicht, der schwebt dann 10 Zentimeter über der Erde und der kann nichts am Ball. Er trifft ihn wenigstens. Ja, naja, der ist im Tor gut. Ich habe in der Nationalmannschaft steht er nämlich ganz oft im Tor. Ja. Und da ist er richtig, richtig gut. Da kommst du an dem fast nicht vorbei. Das habe ich schon ein paar Mal beobachtet, wenn die ihr Abschlusstraining da machen. Da ist er wirklich nicht so schlecht. Aber gut, der ist natürlich auch nicht mehr. Hinter Yannick Kohlbacher ist auch nicht mehr so viel Tor übrig. Ja, glaube ich auch. Wenn wir mal ehrlich sind. Also das heißt, wir können vorerst keine Siege von Team Jung erwarten. Ah, wir waren letztens auch echt dicht dran, haben es 1-0 gemacht und haben dann in der letzten Sekunde den Ausgleich bekommen. Oh. Ja, wir werden das weiterhin verfolgen. Das ändert sich ja jedes Jahr wieder aufs Neue. Aber Juri spielt dein Team Jung oder Team Alt auch? Team Jung. Team Jung, ja. Und Benji auch. Weil Juri soll ja ein überragender Fußballer sein. Er hat auch, glaube ich, mal früher beim HSV irgendwie in der Fußballjugend gespielt. Ja, Juri macht das super, nur alleine kann man, es ist halt ein Teamsport, da kann man nicht alleine so viel ausrichten. Ja. Und, stimmt. Ja, das war dein erster Podcast bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich hoffe, es kommen noch viele dazu. Hast du dir da vorher Gedanken drüber gemacht? Nee, oder? Nein, also ich habe schon so überlegt... wie wird das so? Und es ist schon eine schöne Situation, hier dabei zu sein. Bin ich auch sehr dankbar darüber, dass es ermöglicht wird. Ja, wir wollen ja alle unsere Spieler näher kennenlernen. Genau, ich finde auch, dass du es super gut gemacht hast. Ich glaube, das ist unterhaltsame, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt zusammen haben, eine unterhaltsame Zeit ist, 50 Minuten. Ja, guck mal, das ist doch ein schönes Gespräch. Und du wirst mit Sicherheit noch ein paar Mal öfter kommen, da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Achso, wir erscheinen am Freitag. Ja, kauf Tickets, ne? Auf jeden Fall. Das ist ja immer das Schlimme an der ganzen Sache. Ich erfahre ja auch immer erst hier, wann wir veröffentlichen. Und dann ist das immer so ein bisschen so eine Denksportaufgabe. Doch, tatsächlich, wir haben es ja schon kurz gesagt, 7000 Tickets haben wir schon ungefähr raus. Wir wollen am Sonntag, dass die Arena proppenvoll wird. Die Unterstützung werdet ihr auch brauchen gegen Hannover. Das wird ein Spitzenspiel, das zweite hintereinander. Aber mit dem Heimvorteil werden wir das schon irgendwie rocken. Und deswegen kommt alle gerne noch in die SAP-Arena am Sonntag gegen Hannover Burgdorf. 16.05 Uhr geht's los und Tickets gibt's ab 14.05 Uhr auch noch an der Tageskasse. Dann vielen Dank dir, dass du bei uns warst, und an euch wie immer der Hinweis, abonniert am besten unseren Podcast auf all den Podcast-Portalen, die ihr so kennt, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Und ich kann euch schon mal sagen, die nächste Folge wird mit einem Gast sein, den ihr gar nicht erwartet. Kann ich schon mal, so, mehr sage ich aber noch nicht. Ist auch niemand von den Rhein-Neckar-Löwen. Aber ihr werdet euch wundern. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Niklas. Sehr gerne, ciao, ciao. Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.